Was um alles in der Welt war das? Es ist ein Kasten, der hier auf dem Dachboden gemauert ist. Moin Leute und willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, ich befinde mich wieder in meinem zukünftigen Arbeitszimmer und der Plan für dieses Video ist es, mit dem Verputzen anzufangen, also die ersten Wände zu verputzen, mal gucken, wie gut es klappt, die Decke zu verputzen. So, ich habe jetzt auch hier die letzten Dosen alle eingesetzt. Der Zement trocknet noch und dann kann ich demnächst auch anfangen, hier die ganzen Kabel zu ziehen. Was ich jetzt aber viel lieber noch machen würde in diesem Video, ist schon mal so die ersten Gefache vielleicht zu verputzen. Da drüben ist ja eigentlich soweit alles vorbereitet. Und ja, wir haben schon einen angefangenen Lehmsack hier oben neben der Stahleingangstür. Der ist aber fast leer und ja, wir haben den schon hoch geschafft, damit wir ihn dann hier oben wieder auffüllen können und nicht immer nur einen Eimer voll Lehm hier als Zwischenlager haben, sondern mal ein bisschen mehr. Und vor allem auch, dass von unten die Lehmsäcke wegkommen aus dem Hof. Und ich denke, ich schnappe mir jetzt nochmal den Dumper und fahre nochmal 1, 2, 3 Fuhren Lehm vielleicht hoch, kipp die dann in den Sack rein und hole die nächste. Und dann entweder heute Abend noch, wenn mich die Motivation nach dem Essen nochmal packt, oder dann morgen Nachmittag, fange ich an, hier die ersten Stückchen zu verputzen. Ja, das hier ist auf jeden Fall die schwierigste Wand hier in diesem Raum, finde ich, weil es einfach ein großes Gefach ist, beziehungsweise, naja, ein Gefach kann man das wirklich nicht mehr nennen. Hier fehlen einfach ziemlich viele Balken, der ganze Teil hier ist ausgemauert und deswegen habe ich ein großes Stück, was gerade verputzt sein muss. Und ich habe auch schon mal mit Gipsputz gearbeitet und ich finde, Gipsputz ist ein bisschen leichter glatt zu ziehen auf einer größeren Fläche als Lehmputz. Liegt vielleicht auch daran, dass ich noch nicht die richtige Taktik gefunden habe, keine Ahnung. Bei den einzelnen Gefachen ist das Schöne, die müssen gar nicht gerade werden, beziehungsweise die Wände dahinter sind so krumm und auch die Balken sind alle so schief, dass das Gefach eigentlich auch schief sein muss, schon allein auch, dass der Charakter irgendwie so erhalten bleibt. Von daher ist es deutlich einfacher, denn ja, wenn es da halt nicht so gut klappt, dann sieht es irgendwie trotzdem gut aus. Und hier versuche ich es auch auf jeden Fall dann glatt zu kriegen, aber nicht heute, denn ja, diese Wand ist auch so uneben mit Putzresten und Steinen und allem, dass ich die jetzt erstmal ein bisschen trocknen lasse, dass der Lehm ein bisschen anzieht und dann kommt die nächste Schicht noch rüber. Dann habe ich hier noch ziemlich viele Unebenheiten, die ich ausgleichen muss,
Aber wenn ich die ganze Schichtstärke auf einmal mache, dann wird die Hälfte wahrscheinlich runterfallen. Es wird deutlich schwieriger glatt zu ziehen. Und am Ende kriegt der Rehm Risse, falls er überhaupt trocknet. Im allerschlimmsten Fall kann es dann auch passieren, dass der Lehm oder genauer gesagt das Stroh da drin anfängt zu schimmeln. Und ja, Schimmel wollen wir nicht. Deswegen bleibt die Wand jetzt erstmal so und ich guck mal, wie weit ich heute noch komme und mache hier so ein bisschen weiter mit Gefachen. Ja, bis ich keine Lust mehr habe oder der Lehm hier oben leer ist. So, ich denke, es wird Zeit, mal das erste Stück Decke zu verputzen. Ein bisschen habe ich mich die ganze Zeit davor gedrückt, weil ich nicht weiß, wie gut es funktionieren wird. Entweder das funktioniert extrem gut oder der ganze Putz wird dauernd wieder runterfallen und es wird einfach nur eine Scheißarbeit. Ja, ich halte beides für möglich. Ich hoffe natürlich, dass es gut klappt. Ich habe mir hier auch, hatte ich vor ein paar Videos, glaube ich, schon mal erzählt, noch einen anderen Putzwerfer geholt, der halt extra so ein bisschen mehr gebogen ist, dass man die Decke hier schön verputzen kann. In der Theorie ganz gut. Der hat hier sogar theoretisch noch verschiedene Düseneinsätze. Aber der andere hat gar keine Düsen. Von daher fange ich mal so an. Ich schnappe mir die Schutzbrille, schnappe mir irgendwas zum auf den Kopf setzen, damit ich nicht den ganzen Lehm in den Haaren habe. Und dann schauen wir mal, wie gut das klappt. So, das erste Stück ist jetzt soweit fertig. Es ist deutlich unebener als sämtliche Wände, die ich bisher verputzt habe. Aber ich denke, es ist jetzt am sinnvollsten, es an dieser Stelle trocknen zu lassen. Dann morgen oder die Tage, je nachdem wie schnell es trocknet, es ein bisschen abzureiben. Vielleicht sogar mit der Käsereibe. Das ist die Käsereibe. Da kriege ich halt gut was weg und dann sehe ich, wie eben es danach ist, beziehungsweise sehe, an welchen Stellen ich nachbessern muss, dann gucke ich mal, wie gut es funktioniert. Ja, ich möchte das jetzt erstmal im ersten Stück ausprobieren, bevor ich die weiteren vier hier mache. Außerdem hat es auch ganz schön lang gedauert. Gegen Ende ging es deutlich besser als am Anfang. Ich habe dann gemerkt, wie ungefähr ich den Putzwerfer halten muss. Allerdings finde ich ihn lange nicht so gut wie den anderen, den ich habe.
Also bei dem hier verdreht sich die ganze Zeit noch der Haltegriff, dann gibt er zur Seite weg. Er hat nicht so einen schönen Griff am Korb, um ihn besser zu halten. Mal gucken, vielleicht baue ich mir noch ein bisschen Umbau oder noch einen Griff dran oder so. Und unten halt der gebogene Griff, den muss ich auch noch besser befestigen. Und der Putz muss ziemlich nass sein, ziemlich flüssig, dann funktioniert das recht gut. Teilweise zieht das Wasser auch echt schnell in die Decke ein, sodass er dann recht hart wird und sich nicht mehr so gut verstreichen lässt. Auch der Putz hier vom Boden ist dann teilweise echt schnell zu trocken. Aber gut. Ich kann ja hier einfach nachwässern. Auch zum Deckgewässern habe ich dann die Taktik mit der Gartenspritze gefunden. Das funktioniert ganz gut. Die liegt ja hier einfach durchs Fenster rein gerade. Ja, ich habe mir jetzt noch mal ein bisschen Zeit genommen und die Wand noch mal von Hand mit einer zweiten Schicht Putz versehen, weil heute ist Sonntag, da kann ich den Kompressor nicht anschmeißen. Und sie ist jetzt deutlich ebener als vorher. Es ging halt im ersten Versuch einfach nicht, weil zu große Höhenunterschiede waren. Minimale Kanten sieht man jetzt noch drin, aber die kann ich dann rausreiben, sobald es ein bisschen weiter getrocknet ist. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie die ganze Oberfläche jetzt geworden ist oder auch die gesamte Wandlinie. Ich lasse es jetzt mal trocknen, reibe es dann mal ab und guck mal. Aber ich denke, für die anderen Wände ist es trotzdem schneller, wenn ich mit dem Putzwerfer eine dünne Schicht recht flüssigen Lehmputz auftrage. Ich habe ihn jetzt auch ziemlich flüssig gemacht. Genau. Weil von Hand, es geht auch, aber wenn ich jedes Gefach so mache, dauert es deutlich länger. Und dann kann ich jetzt eher den Sonntag für andere Arbeiten nutzen, wofür ich keinen Krach machen muss. So, ich befinde mich jetzt hier auf dem Steildachboden. Hier ist es ein bisschen düsterer, hier gibt es auch keinerlei Licht. Das einzige bisschen Licht, was es hier gibt, fällt teilweise durch Ritzen im Dach rein oder durch das eine kleine Fenster da hinten. Ja, ich werde jetzt dieses Teil anfangen einzureißen. Zumindest so weit, dass ich mal an die Steckdosen rankomme und da im Zweifel auch ein Kabel durchschieben kann. Genau, denn erst wenn ich das gemacht habe, komme ich innen drin weiter mit dem Verputzen. Zumindest an der einen Wand da. Ich bin mal gespannt. Wenn ich das jetzt wegreiße, oder zumindest anfange ein Loch reinzumachen, ob ich irgendwas finde. Okay, da. Das ist verrückt. Das hat man vorher durch diese ganz, ganz kleinen Gucklöcher gar nicht wirklich gesehen. Ich hole jetzt mal kurz einen schönen Strahler und dann zeige ich euch, was ich da gerade gesehen habe. Also einmal zur Orientierung. Diese Wand mit dem Rohr zeigt zum Garten. Und wer sich an die allerersten Videos erinnert, von unserem Schlafzimmer in dem Anbau, dieses Rohr kam da raus und das habe ich zugemacht und die Wand haben wir von der Rückseite mit Lehm verputzt. Zumindest halt der Teil, der sichtbar ist. Und ja, der Teil ist ja nachträglich irgendwie ausgemauert worden. Also ich denke, man sieht's. Also war der schon mal offen, warum auch immer. Und wenn man sich jetzt hier mal weiter umguckt, die Wände hier sind alle weiß. Da ist kein blanker Bimsstein zu sehen, aus dem das ganze Gebilde hier besteht. Die Decke ist auch weiß, ich meine, die hängt ein bisschen runter, aber es ist Putz dran. Ich denke hier, wenn er den scharf stellt, er will nicht scharf stellen. Ich denke, man erkennt es, hier ist einfach Putz in diesem Würfel, in diesem Kasten. Der ist von innen verputzt. Was um alles in der Welt war das? Es ist ein Kasten, der hier auf dem Dachboden gemauert ist, der von innen verputzt ist. Er kann nur von innen verputzt werden, indem er nach irgendwo hin mal offen war. Da hier die beiden Wände und die Decke von dem Kasten verputzt sind, kann er nur zur Außenwand hin offen gewesen sein, da wo diese anderen Steine sind. Oder nach unten. Unten sieht es aber sehr original aus. Auch
wenn man unter uns guckt im eigentlichen Stall, die Decke sieht sehr original aus, also muss irgendwie ein Zugang von draußen hierhin gewesen sein. Wofür auch immer. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich meine, weg kommt es trotzdem, weil es macht irgendwie keinen Sinn. Ich weiß ja. Das ist still. Also wenn ihr irgendwie eine Idee habt, wieso, weshalb, warum, irgendeine Erklärung, schreibt die doch mal bitte unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Vielleicht hat ja irgendwer wirklich eine Idee, was es damit auf sich hat, warum, wieso, weil, ja. Aber ich reiße es jetzt mal weiter ab. Ich gucke jetzt mal, ob das mit der Decke funktioniert. Meine Befürchtung ist, ich meine, da ist ja noch dieses Tonsteinrohr, wie auch immer drin, dass das kaputt geht, ist jetzt an sich nicht weiter schlimm. Das war mal früher eine Belüftung für den Stall, brauchen wir an sich nicht mehr. Im schlimmsten Fall kann es halt passieren, dass dann im Schlafzimmer Putz von der Decke kommt, weil durch irgendeine Bewegung bla bla bla, dass da halt was runterfällt. Wäre ärgerlich, im Zweifel ist es so, dann müssen wir es halt da an der Stelle neu verputzen. Wäre nur doof, weil es halt genau aufs Bett fällt. Weil in der Decke, das ist irgendwie eine Art Betondecke, da ist ein Maschendrahtzaun drin. Also sehr fachmännisch gebaut, würde ich sagen, deswegen biegt sich das auch. Ja, ich guck mal, ob ich die da irgendwie wegkriege, ohne alles andere kaputt zu machen. Ich glaube, das Rohr konnte ich ganz gut schützen mit dem Holz. Okay, also irgendwie die Rückwand von dem ganzen Würfel, wie auch immer, ist in das Fachwerk vom Stall reingemauert. Aber ich finde, so wie das aussieht, das große weiße Viereck, da sind keinerlei Balken mehr drin. Und ich finde, so optisch müsste in die Mitte vielleicht mal ein Balken gehören. Ansonsten insgesamt eigentlich auf jeden Fall mal eine diagonale Strebe oder so. Ich sehe da auch ein Zapfenloch, also es könnte sein, dass da wahrscheinlich mal eine diagonale Strebe oder so saß. Ich werde den Bims jetzt erstmal nicht wirklich weiter abreißen. Ich bin schon auf Höhe meiner Steckdosen angekommen. Also ich habe die Steckdose ja mit so einem roten Deckel verschlossen. Den habe ich jetzt hier von der Rückseite gesehen, da kann man schön durchgucken. Nachteil ist aber wirklich, das Netzwerkkabel muss in einem kleinen Schlitz in der Wand verlegt werden. Okay, ich stand hier gerade noch so ein bisschen rum, habe einfach nur nachgedacht. Und man sieht hier noch ganz gut, wo dieser Würfel stand. Und hier an der Wand ist ebenfalls noch ein bisschen was verputzt. Die Balken hier sind vermutlich mal mitgestrichen worden. Und hier oben sind es noch die originalen Steine, oder die sehen relativ original aus. Und da das hier drin halt weiß ist, heißt das ja, das war die ganze Zeit da. Und ich glaube nicht, also ist natürlich möglich, aber ich glaube nicht, dass man hier unten durch so eine kleine Luke immer gekrabbelt ist und dann irgendeinen Raum verputzt hat und ihn dann irgendwie benutzt hat. Ich meine, keine Ahnung, möglich ist alles. Also vielleicht war doch irgendwie ein Zugang von unten. Also ich hatte gerade schon im Stall gesehen, das zeige ich euch gleich nochmal. Das ist ja eigentlich so eine Stahlträgerdecke und dazwischen ist so ein bisschen gewölbt. Sind da eigentlich so eine Art Steine eingesetzt. Und hier in diesem Eck sieht es ein bisschen aus wie Bims. Also genau erkennt man es nicht, weil noch ganz viel Putz drauf ist. Und wenn es Bims ist, deutet es natürlich darauf hin, dass das schon mal neu gemacht wurde. Warum auch immer. Vielleicht war ja mal ein Loch drin. Keine Ahnung. So, ich befinde mich jetzt hier im Stall. Und ja, wer schon seit Anfang an beim Haus dabei ist, wird vielleicht dieses Stück wieder erkennen. Das haben wir am Anfang mal zugemauert. Das war der Durchgang zum Schlafzimmer. Über mir ist ein Stahlträger.
Da ist gut rostig, da ist Putz dran, der Putz fällt auch einfach ab. Und es sind immer diese Gewölbedecken, keine Ahnung, wie die richtig heißen. Und hier in dieser Decke sieht man also, dass hier unterm Putz Bimsstein ist. Es sind auch wirklich diese kleinen Bimssteine, wenn ich hier die Fugen richtig deute, an den Stellen, wo man es sieht. Ja. Aber, ja, ich meine, der Kasten ging dann vermutlich bis hier, also zwei Gewölbe breit. Ja, gut, man weiß es nicht. Ein Geheimnis, dass wir hoffentlich irgendwann nochmal lüften werden. Spätestens wenn wir hier anfangen, den Putz abzuklopfen. Auch das steht auf der Liste, weil der fällt halt teilweise. Ah, ja, da. Man muss nur nett fragen und er kommt runter. So, das ging deutlich besser als das andere Deckenelement beim letzten Mal. Ich hatte den Putz jetzt einerseits echt wirklich ziemlich flüssig. Das war ganz gut, der ließ sich echt sehr schön auftragen. Ich habe die Decke deutlich besser vorwässern können, weil ich jetzt die Gartenspritze benutzt habe. Da kommt halt einfach viel mehr Wasser, viel schneller raus. Genau. Und ich glaube, so langsam hat es so ein bisschen mehr Klick gemacht, was das Thema Verputzen angeht. Das hat ja auch bei der Wand schon viel besser funktioniert. Ja, es ist natürlich noch lange nicht perfekt. Vor allem hier habe ich das Problem, dass ich hier so eine echt starke Kante habe. Aber ich bin jetzt an den Punkt angekommen, ich habe auch noch ein paar Löcher so. Jetzt muss ich es trocknen lassen und dann kann ich jetzt die nächste Schicht auftragen, denn sonst wird der Lehm zu schwer und dann hält er nicht mehr und fällt wieder runter. Boah, ich bin voll mit Lehm überall. Ja, gestern war Daniel da und hat mir ein bisschen geholfen, hier weiter zu verputzen. Wir haben die komplette Decke fertig gemacht, mit der ersten groben Schicht auf jeden Fall. Hier an der Wand haben wir auch schon angefangen und dann ging uns der Lehm aus und dann haben wir gesagt, so, dann reicht's für heute. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen Lehm hochgeholt und jetzt fehlen hier noch 5 Gefangen, die ihre erste Lehmschicht brauchen. Und dann kann ich gucken, ob ich an manchen Stellen, wo es schon gut genug getrocknet ist, gucke, ob ich da schon mal so ein paar Wellen noch mal ausgleiche. Das funktioniert einfach nicht alles in der ersten Schicht. Der Anspruch ist es aber auch definitiv nicht, dass jede Fläche hundertprozentig komplett glatt ist, denn das sieht dann auch irgendwie komisch aus, weil die ganzen Balken ja auch krumm sind. Es muss irgendwie alles stimmig aussehen. Genau. Das heißt, nach der ersten Schicht, wenn die getrocknet ist, kommt dann die, ich sag mal, eine Ausgleichsschicht nur an den Stellen, wo es wirklich nötig ist, wo dann so richtige Dellen sind. Überall da, wo ein Kabel langläuft, ist immer mindestens eine zweite Schicht nötig. Und sobald dann alle Unebenheiten eigentlich ausgeglichen sind, muss ich dann mal gucken, ob ich da noch eine Feinschicht drauf auftragen muss oder ob es reicht, das einfach nur abzureiben. Ja, das wird sich zeigen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie gut man das auf der Kamera sieht, aber man merkt deutlich beim Verputzen, ob das Gefach vorher schon gerade ist oder ob es sehr viele Wellen hat, Unebenes und so weiter. Dieses Gefach hier, direkt neben mir, das war ziemlich gerade und ich habe innerhalb von 10 Sekunden hier eine echt gute Schicht hingezogen. Die ist natürlich noch nicht hundertprozentig perfekt.
Die letzten paar Prozent kommen auf jeden Fall durchs Abreiben. Und die Kanten muss ich noch sauber machen, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier erstmal die schöne glatte Schicht, weil die wirklich so gut geklappt hat, trocknen zu lassen und dann hinterher noch die Kanten. Und dann gucke ich mal hier, eine ganz kleine Welle habe ich hier, aber ich fasse das jetzt nicht an, weil ich weiß, wenn ich da jetzt nochmal irgendwas versuche glatt zu ziehen, dann mache ich es nur schlimmer. Und bei dem Gefach zum Beispiel, das war total uneben, jetzt sieht man da auch noch ganz viele Kanten und so weiter, weil ich da immer noch Wellen drin habe, die ich einfach nicht mit der ersten Schicht ausgeglichen kriege. Gut, ich habe da auch noch den Kabelschlitz und so weiter. Ja, also es gibt deutliche Unterschiede im Finish. Ich denke, hier muss keine Lehmschicht mehr drauf. Ja, mal gucken, wie gut das dann bei der Decke funktioniert mit der zweiten Schicht, weil die Decke ist das Schlimmste. Ja, jetzt bin ich im Groben eigentlich fertig. Also überall ist die erste Schicht Lehm drauf. Teilweise habe ich auch schon angefangen, irgendwelche Dellen nochmal ein bisschen auszugleichen mit Lehmputz, zum Beispiel jetzt hier über mir. Aber auch hier, ich muss jetzt eigentlich fast überall warten, bis der Lehm weit genug getrocknet ist, denn wenn die Lehmschichten zu dick werden, dann reißt es eventuell und im allerschlimmsten Fall kann es auch passieren, dass das Stroh darunter anfängt zu schimmeln, weil die Feuchtigkeit auch nicht schnell genug rauskommt. Und deswegen muss ich jetzt einfach warten. Ich denke halt, ein paar Kleinigkeiten muss ich dann mit einer zweiten Schicht versehen und dann am Ende kommt das ganze Finish. Teilweise reicht es aber wahrscheinlich auch schon ein bisschen abzureiben, vielleicht ein paar Kanten zu schleifen und auch dann dürfte ich an vielen Stellen fertig sein. Ja, im nächsten Video werde ich dann auch hoffentlich anfangen, die ganzen Balken einmal abzubürsten, dass die wieder schön zum Vorschein kommen. Letzte Nägel, die hier eventuell noch stecken, rauszuziehen. Hoffentlich das Lehmputz-Finish. Und ja, wenn Balken und Lehmputz fertig sind, dann könnte ich theoretisch schon den Lehmputz mit entsprechender Farbe versehen. Natürlich hat nur Farbe, die dafür auch geeignet ist und atmen kann. Im nächsten Video werde ich dann hoffentlich auch die Kabelschächte in der gemauerten Wand zumachen und verputzen, den ganzen Türdurchgang quasi vorbereiten für eine Tür. Und ja, wenn da auch alles verputzt ist, können schon die Schalter und Steckdosen eingesetzt werden und dann kann auch der Strom aktiviert werden, dann gibt es hier Licht und ja, dann streichen, Boden abschleifen, irgendwann noch Fenster und Heizung und fertig. Also in einem Monat, wenn jetzt nicht gerade noch andere Baustellen dazwischen kommen, sollte ich hier drin sein. Auf jeden Fall. Vielleicht sogar früher. Ja, ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn das war, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es hier im Arbeitszimmer in den ganzen anderen Räumen oder mit den anderen Projekten weitergeht, dann abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute, und tschüss. Wir sind nicht die Einzigen, die Krach machen hier auf dem Samstag.